Damit, hey Leute, was geht ab? Hier ist hier euer Lilplas mit einem neuen Video für euch heute, Leute. Und zwar bin ich hier wieder in Craft-Projekt am Start, Folge 3 tatsächlich. Ich habe auch vorher schon eine Folge aufgenommen, aber ich habe genauso gemerkt, in den letzten zwei Videos, wo ich hochgeladen habe, die Videoqualität war absolute Frechheit. Also das war eine absolute Frechheit und die Videoqualität war kompletter Rotz, weshalb ich die Videos auch von YouTube runtergenommen habe. Nicht, dass ihr euch wundert, warum plötzlich die zwei Videos verschwunden sind, weil die sind halt einfach nicht gut gewesen und ich wollte nicht, dass so ein Content auf meinem Kanal existiert, da die Videoqualität einfach wirklich maximal im Keller war und ich das Ganze jetzt aber umgeändert habe. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen und deswegen passt jetzt alles wieder so weitgehend. Deswegen macht euch da keinen Kopf. In der Hinsicht ist jetzt alles wieder in Ordnung, nicht, dass ihr euch wundert. Und ich habe eigentlich auch in der Folge, wo ich gemacht habe, den Tower da gebaut. Ein paar Worte werde ich dazu natürlich auch verlieren. Ich werde ein paar Worte dazu sagen. Und ja, so wird sich das Ganze halt einfach mal, ja, absetzen. Was wir heute in der Folge machen werdet, werdet ihr gleich erfahren. Ja, gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und warum ich nicht gerade auf der anderen Welt von mir und Dave aufnehme, erkläre ich euch natürlich auch in diesem Video mit dazu. Tue ich euch noch eine Sache mitteilen, die heute Abend stattfindet wird. Also bleibt dran auf jeden Fall, es bleibt bis zum Ende spannend und ich würde sagen, wir gehen rein und let's rock. So. Und zwar erkläre ich euch das mal geschwind. Ich bin heute, die erste Sache ist, warum ich die Videos runtergenommen habe, ganz einfach, wie schon gerade gesagt, wie angesprochen, die Videoqualität war nicht in Ordnung gewesen. Ich habe das auch mir nochmal angesehen, als ich vorher ein paar Testaufnahmen gemacht habe, dass die Videoqualität absoluter Rotz war, weshalb ich die Videos eben von YouTube runtergenommen habe, weil ich das Ganze nicht mehr auf YouTube haben wollte, weil wenn ich Videos aufnehme, sollten die auch gute Video- und Tonqualität haben und wenn das Ganze einfach nicht erfüllt ist, macht es eben auch keinen Sinn, das Ganze auch macht es auch keinen Sinn, die Videos online zu behalten oder gar überhaupt, wie schon gerade gesagt, eben auch überhaupt aufzunehmen und die beizubehalten, weil es macht ja in dieser Hinsicht ja gar keinen Sinn. Aber wir ernten jetzt hier mal kurz alles ab, weil ich habe schon wieder viel zu viel Zeug hier. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich das Video runter, warum ich die beiden Videos runtergenommen habe. Also das war nicht aus der Ansicht raus, dass ich jetzt sage, nee, ich will die Videos nicht mehr auf meinem Kanal haben. Das war aus dem Effekt raus, dass das keine guten Videos waren. Die Videoqualität hat nicht gepasst, weshalb ich das alles nochmal umgestellt habe im Programm. Weil ich wollte, dass die Videoqualität ja gut ist für meine Zuschauer. Weshalb ich das Ganze nochmal geändert habe, ein paar, wie schon gesagt, nochmal ein paar Aufnahmen gemacht habe. Testaufnahmen, mir das Ganze angesehen habe und jetzt passt es alles soweit wieder. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich an Weihnachten eine Pause einlegen werde, da ich die ganzen Programme wieder überarbeiten will, dass das Ganze wieder passt. Weil so wie das momentan vonstatten geht, passt mir das Ganze nicht. Deswegen, das muss alles wieder umgeändert werden, damit das wieder funktioniert alles. Und dann starte ich aber wieder ins neue Jahr rein. Mit guten Videos, mit nicen Videos auf jeden Fall, wenn ich das Ganze überarbeitet habe und dann passt es auch alles erstmal wieder hinsichtlich übers Jahr, denke ich mal, bis natürlich wieder neue Updates rauskommen und man das Ganze wieder neu einstellen muss, weshalb es mal sein kann, dass ich auch mal wieder eine Pause nehmen tue, höchstwahrscheinlich. Ist nicht immer der Fall, aber es kann passieren. Selbst wenn es passiert, dann will ich aber auch nicht, dass sich die Leute dauernd beschweren, warum keine Videos mehr kommen. Dann werde ich an der Stelle halt eher mit Livestreams so quasi umgehen, ein bisschen was hochladen. Es wird natürlich nicht jeden Tag ein Livestream deswegen kommen, da habe ich selber die Zeit dazu nicht. Ist ja logisch. Aber nur, dass es auch manche von euch nachvollziehen können, was da jetzt genau Phase gewesen ist. Also jetzt passt im Augenblick wieder alles, aber wie schon gesagt, ich will das dann, wenn Weihnachten ist oder so Richtung Weihnachten, neues Jahr, sowas, will ich das Ganze dann wieder umstellen, dass es einfach wieder passt und dass dann hingehend keine Probleme mehr entstehen, da ich ja möchte, dass ihr euch die Videos ja auch immer ansehen könnt. Und ich habe wirklich gesehen, also diese Videoqualität, das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Da ging gar nichts mehr.
Deswegen hätte das keinen Sinn gemacht, das online zu lassen. Und es tut mir leid, wenn sich das manche von euch angesehen haben und Schöger gedacht haben, Digga, was ist das denn für eine Qualität? Das tut mir wirklich, wirklich leid. Wenn ich mir das selber so angesehen habe, hat es mir in den Augen wehgetan. Also es war echt nicht geil. Und ja. Ich werde es in Zukunft jetzt immer so machen. Ich werde mir, bevor ich ein Video uploade, werde ich mir die Videoqualität angucken, um sicherzustellen, dass da nichts ist, dass alles mit dem Ton stimmt. Das sollte man ja sowieso machen. Also braucht mich jetzt auch keiner deswegen verurteilen oder sonst irgendwas. Ich werde mir das Ganze in Zukunft, wie schon gesagt, ansehen. Werde darauf achten, dass sowas nicht mehr in Zukunft vorkommt. Fehler können ja passieren, so ist das ja nicht. Aber dass das Ganze einfach in Zukunft nicht mehr vorkommt, weil ich einfach nicht will, dass wieder sowas passiert. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das halt einfach kein Verhältnis. Ja, sozusagen. Wisst ihr jedenfalls Bescheid, also ich werde da in Zukunft darauf achten, dass alles soweit wieder passt. Und dann ist das Ganze auch gut. Ne? Wisst ihr Bescheid? So, dann eine andere Sache. Ich hätte gerne rein theoretisch aufgenommen. Wie schon gesagt, das hat ja vorher eben nicht funktioniert. Ich habe mir die Aufnahme nochmal angesehen und die Aufnahme war kompletter Fail. Das war auf jeden Fall nicht in Ordnung gewesen. Und deswegen habe ich die verworfen, weil in der vorherigen Aufnahme habe ich nämlich hier einen Turm gebaut. Diesen Turm, den ihr da vorne seht, den ich ja schon gerade vorher bei der Anmod eingeblendet habe. Und ja, den habe ich selber gebaut. Meine Interaktion wird sein, dass ich jetzt Holz farmen werde, mit dem Hintergrund, dass ich da quasi immer solche Bilderrahmen reinmache. Natürlich auch mit Fackelbeleuchtung, ist ja logisch. Oder mit Laternen. Da kann man noch spekulieren, was man nehmen will. Ne? Wisst ihr Bescheid? Und dann werden da solche Bilderrahmen mit solchen Äxten aufgehangen, so dass es so richtig schön aussieht. Und ja, was soll ich euch noch dazu sagen? Dass es so richtig schön aussieht, dass es halt einfach ja, sozusagen auch Verzierungen hat innen drin, weil sonst sieht das halt nur so aus wie so ein Granitturm, der eigentlich gefühlt nackt ist. Muss auch nicht sein. Und ja, habe ich viel zu farmen. Ich habe mir überlegt, nämlich, dass ich da pro Turm nur ein Tool reinhauen werde und das halt immer mit Holz und mit Stein. Und das Ganze werde ich jetzt halt fortführen, da werde ich jetzt sehr viel dafür farmen. Und ja, ihr habt es ja auch gerade vorher gehört, das ist ja jetzt schon die dritte Craft-Projekt-Folge jetzt. Eine von wenigen natürlich. Das ist ja schon die dritte Folge jetzt inzwischen und ja. Wird auf jeden Fall nice. Für viele, die sich jetzt auch fragen, ich werde das Ganze jetzt hier auch noch beantworten, warum ich nicht auf dem anderen Server spiele und weitermachen. Ich habe eigentlich ursprünglich gedacht heute, dass ich auf den Server von mir und Dave gehe, also es ist ja Daves Server sozusagen, aber ich spiele ja mit drauf, dass ich da mit drauf gehe heute und einfach dort halt noch weiterbaue, weil wir hatten gestern nämlich angefangen, das Loch von der Creeper Farm auszuhebeln und da wollte ich eigentlich heute weitermachen. Nur ist es jetzt so, ich habe die Version von 1.20.1 habe ich wieder rüber gewechselt auf 20.2. Ganz einfach, weil ich eben bei der anderen Version nicht auf den Server connecten konnte, was mir ziemlich auf die Nerven gegangen ist, weshalb ich das Ganze dann auch einfach so stehen lassen habe und gesagt habe, nein, dann warte ich heute bis heute Abend, bis Dave wieder da ist, dass wir das Ganze einfach regeln können, was da genau los ist, was da überhaupt Phase ist, warum das so ist. Weil ich denke, der Server hat mal wieder ein Backup gemacht, ein aktualisiertes Backup, weshalb der uns auch jedes Mal, wenn wir spielen und wir ein paar Sachen gebaut haben, uns immer vom Server runterschmeißt, weil der gerade das Backup zieht und deswegen eben keine Verbindung zum Server möglich ist. Der geht aber hinterher auch, glaube ich, gar nicht mehr online, soweit ich das verstanden habe. Sobald der einmal das Backup macht, da geht der nicht gleich wieder online. Das muss Dave dann selber machen tatsächlich und ich habe da eben keine Befugnisse, überhaupt irgendwas zu machen. Deswegen kann ich da im Moment nichts machen.
Also so viel dazu. Aber ich habe vor, heute Abend mit Dave darüber zu reden. Das ist die eine Sache, wo ich jetzt euch auch noch erzählen wollte, by the way. Weil mir das halt auch wichtig ist, dass ihr da ein bisschen auf dem Stand seid. Dann habe ich noch erzählt, dass ich, also in einem anderen Video, was ich ursprünglich ja jetzt gelöscht habe, weil die Videoqualität einfach kompletter Shit war, weil das so richtig zerfallen ist und das sah echt nicht gut aus. Ich werde mir das Video, wie schon gesagt, jetzt nachher auch nochmal angucken, bevor ich es hochlade. Die andere Sache ist, dass ich halt nicht mehr so viele Fortnite-Videos machen werde tatsächlich, weil ich Fortnite halt nicht mehr so hart fühle. Selbst wenn manche sagen, ey, Fortnite ist doch jetzt gerade wieder krass, weil eben die OG-Map wieder drin ist und alles. Und ich muss euch aber tatsächlich sagen, das ist halt leider kein Proof für mich. Für viele, die mich da jetzt auch fragen würden, ja, warum ist es nichts für dich? Das sage ich euch ganz ehrlich. Es liegt nicht daran, weil ich die OG-Map nicht zocken will. Es liegt einfach daran, weil das Spiel von Interesse für mich verloren hat. Schön und gut, du kannst einen Monat jetzt auf der alten Map spielen. Aber ihr müsst euch überlegen, was danach ist. Danach ist hinterher Schluss. Danach wird Chapter 5 eingeleitet. Und keiner von uns weiß ja jetzt bis jetzt, was in Chapter 5 kommen wird. Wenn ich Stans Videos aktiv schauen würde, was ich natürlich jetzt momentan auch nicht mache, weil ich keine Zeit habe, weil ich meinen eigenen Stuff durchbekommen will, natürlich, dann würde ich natürlich auch sehen, was jetzt die nächste Zeit am Start wäre oder so. Nur das Ding ist, das ist halt nicht immer so möglich, wie schon gesagt. Also, es geht halt auch nicht immer. Und deswegen muss ich da halt rückwirkend auch etwas zurückstecken, muss ich tatsächlich sagen. Und auf der anderen Seite geht es halt auch nicht immer, dass ich halt da alles durchdrücke. Aber ich weiß, wie schon gesagt, auch über gar nichts Bescheid. Ich weiß nicht, was nächstes Chapter sein wird. Ich weiß überhaupt nichts. Ich kenne keine Skins. Ich weiß keine Skin-Leaks, nix. Also das letzte Video, wo ich von Stammer angeguckt habe, und das gebe ich hier auch gerne ehrlich zu, war vielleicht mal so Richtung Anfang Season gewesen, also eben von der jetzigen Season, von der OG Season. Da habe ich Stan wirklich das letzte Mal verfolgt, einfach weil ich mein eigenes Stuff durchgedrückt habe und er von den ganzen anderen YouTubern das Ganze angesehen habe, wie zum Beispiel von Spark of Phoenix oder Rivenzeit, Gamers Time. Vielleicht ein bisschen Trimax und das war's dann aber auch wieder. Für mehr habe ich eigentlich auch gar keine Zeit momentan. Ja. Sowas in der Art. Aber ich habe auch tatsächlich eine andere Sache noch gemacht. Ich habe für meine Zuschauer eine Abstimmung reingehauen. Da habe ich nämlich natürlich auch mit reingenommen. Wegen dem heutigen Livestream, weil wir werden heute etwas Genshin zocken. Dann werden wir aber auch natürlich noch in Minecraft reingehen. Minecraft denke ich mal zuerst und dann halt anschließend noch Genshin, wenn es dann ein bisschen zu viel werden sollte. Und da habe ich auf jeden Fall auch noch eine Abstimmung mit reingehauen, wer denn heute Abend alles am Start sein wollen würde oder wer Zeit hätte und am Start sein würde, um sich das Ganze mit anzuschauen oder einfach mit dabei zu sein auf Twitch. Für viele, die nicht wissen, wie der Link ist, little_polaris auf Twitch. Ja, jeder ist herzlich eingeladen. Wenn jemand natürlich wieder für Stress sorgen will, weiß er ja, was passiert. Ich denke, ich muss mich da ja hinsichtlich nicht mehr erklären, um aufmerksam zu machen, was passiert, wenn man wieder meinen Stress verursachen zu müssen oder allgemein mir wieder auf den Nerv zu fallen, ist halt nicht so geil. Ja. So viel dann eben dazu. Nur damit ihr Bescheid wisst. So, den Baum nehmen wir hier noch mit. Aber ja, das wird dann so hinsichtlich laufen, dass ich quasi eben lauter Bilderrahmen craften werde, dann dazu werde ich eben lauter Äxte craften, die dann hier reinkommen. Das wird dann unterschiedlich sein. Es kommen an manche Stellen kommen Steinäxte hin, dann wieder eine Etage mit Holz und Holzäxten und so wird sich das Ganze immer weiter abwechseln.
einfach damit das cool aussieht und für viele, die auch fragen, was mit dem oberen Teil vom Turm ist, quasi obendrauf, da werden tendenziell noch, wie soll ich das euch am bestmöglichsten erklären, da werden tatsächlich noch. Da werden tatsächlich noch solche Banner hochgesetzt. Banner. Mit der gleichen Farbe. Also jeder Turm kriegt dann auch seine gleiche Farbe. Vom Granit kann ich jetzt die Farbe Rot nehmen zum Beispiel. Von Holz nehme ich dann eher so braunen Farbstoff. Und dann passt das Ganze tendenziell auch. Nur damit ihr da auch Bescheid wisst. So wird es dann, denke ich mal, dann laufen. Wie schon gesagt, also ich habe eine Abstimmung auch reingehauen, wer dann heute Abend einfach am Start sein will, wer nicht am Start sein will, wer Zeit hat, wer keine Zeit hat. Ist auch tendenziell nicht schlimm, wenn jemand keine Zeit hat, dann ist es halt so. Und ja. Nur die andere Sache ist, für viele, die jetzt auch denken, ja, cool, er livestreamt heute Abend auf Twitch. Wie schon gesagt, Lil_Polaris auf Twitch könnt ihr euch anschauen. Wäre schön, wenn ihr vorbeischauen würdet. Wäre nice. Aber jedenfalls, wer natürlich mit der Interaktion kommt, dort nur Stress machen zu wollen, der braucht sich dann aber auch nicht wundern, wenn er von mir ein Timeout kassiert oder sonst irgendwas. Oder manches einfach schlecht reden will. Weil ich habe da auch keinen Bock drauf, die ganze Zeit zu sehen, dass hier die Leute sich ständig angemessen verhalten. Das wird natürlich von mir trotzdem so geregelt. Natürlich auch. Wenn also jemand mit der Interaktion kommt, hey, ich mach bei dem jetzt mal etwas Mist, verbaut euch die Chance einfach nicht, lasst das Ganze lieber am besten, weil sowas kommt niemals gut rüber und man weiß auch nie, wem man damit auf die Füße tritt und auf der anderen Seite macht ihr somit das Leben für manche Leute einfach viel leichter, indem man manchen Leuten nicht auf den Nerv fällt. Das ist halt einfach tendenziell so. Ich könnte dazu jetzt zahlreiche Beispiele nennen, aber in der Hinsicht will ich jetzt auch, wie schon gesagt, auch nicht klugscheißern, weil das muss an der Stelle eben auch nicht sein. Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ich möchte das Ganze auch gar nicht. Ich möchte jetzt hier mich nicht als cleveren Typen hier hinstellen. Ich möchte halt einfach nur entspannt hier spielen können, eine coole Zeit mit meiner Community verbringen und mehr im Grunde genommen nicht. Und wer das halt einfach nicht respektieren kann, der hat halt auch kein Recht einfach. Der hat dann auch einfach das Recht nicht mehr bei mir irgendwie in den Livestream reinzuschauen oder sonst irgendwas. Im Grunde genommen, es ist ja, denke ich mal, klar, was passiert, wenn man Mist baut. Also ich muss da tendenziell, glaube ich, auch nicht großartig was erklären. Das wissen eigentlich die meisten Leute schon und ja. Wer trotzdem meint, sich das verbauen zu müssen, kann das Ganze natürlich machen, muss aber halt, wie schon gesagt, auch damit rechnen, dass das Ganze Konsequenzen hat. Weil ich lasse das natürlich auch nicht einfach so auf sich beruhen, wenn sowas der Fall sein sollte. Ja, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Ja, haben wir das auch schon mal tendenziell geklärt. Ach ja. Ne. Aber ich muss da ernsthaft heute Abend auch mit Dave noch ein Schwätzchen halten, weil so kann das halt auch nicht dauernd weitergehen, dass ich halt nicht die Chance habe, über den Tag irgendwas aufzunehmen, nur weil der Server jetzt ein Backup wieder zieht. Ich werde natürlich jetzt nachher noch schauen, ob der Server doch noch online ist, aber da wäre ich natürlich mir nicht auch so sicher. Und ihr seht es hier auch schon, hier ist es noch ziemlich dunkel drinne, was nicht so geil ist. Da wird, denke ich mal, so sein, dass ich hier so rüber immer solche Bilderrahmen aufhängen werde, so hier Stück für Stück immer, dann wird es da so eine Etage geben, quasi. Das wird sich dann immer so abwechseln, denke ich mal. Wie ich das mache, weiß ich jetzt noch nicht, aber ich will das auf jeden Fall so abwechselnd machen. Da habe ich Bock drauf. Boah, fast rausgesprungen. Hier habe ich dann jetzt die Umrandung gezogen. Das ist natürlich nicht gleich, da ist immer so ein bisschen ein Wechsel drinne.
Mal sind es zwei, dann kommen wieder drei, dann sind hier wieder drei, dann sind hier wieder zwei. Einfach um das Ganze anzupassen. Ich finde es schon schön. Also es sieht schon schön aus. Und dann hier auf den Block hier kommen immer solche Banner drauf. Hier eben, wie schon gesagt, wegen dem Turm. Granit, eben rot. Und dann können es auch weiße Banner sein. Dann können es mal grüne Banner sein, wenn ich was mit grünem Zeug baue. Und ja, so wird sich das Ganze immer fortlaufen. Kann auch sein, ich werde mehr als einen Turm mit so einem Banner haben, aber einfach, dass das Ganze hier ausgeleuchtet ist, das ist das eine. Das andere, dass es hier etwas mehr behangen aussieht. Vielleicht hänge ich auch hier so noch eine Reihe hin, quasi. Einfach damit das cool aussieht. Und im nächsten Turm könnte man dann zum Beispiel eben Spitzhacken aus Holz machen oder eben aus Stein. Einfach damit das cool aussieht. Das soll einfach mal so ein bisschen futuristischer aussehen, könnte man auch sagen. Einfach das, was im Turm hängt, damit das Ganze nicht so nackt aussieht und dass es halt auch irgendwie etwas besser aussieht, sozusagen. Ja. Aber mit dem Turm bin ich, wie schon gesagt, noch nicht ganz fertig. Der wird natürlich noch weiter ausgebaut und dafür benötige ich jetzt halt eben, gerade für die Bilderrahmen und für das ganze Zeug, was ich noch herstellen werde, benötige ich jetzt halt Holz. Deswegen mache ich gerade sehr viel Holz, also farme ich sehr viel Holz, wie ihr ja gerade seht. Und ja, das wird dann halt eben weiter, immer weiter so fortgeführt, bis ich dann halt mal genug Holz habe. Dann schaue ich mal, dann baue ich mir das Ganze einfach mal schon mal zusammen. Dann gucke ich mal, wie weit ich dann zwischendurch bin. Und ja, dann passt das Ganze. Da haben wir dann nämlich zwei Projekte am Laufen, was ich tendenziell auch sehr gut finde, weil dann haben wir etwas Abwechslung drinne. Beides hat natürlich wieder damit zu tun, dass ich coole Projekte bauen werde. Aber ich werde das natürlich so machen. Ich werde dann halt tendenziell immer an beidem dranbleiben. Das switcht dann quasi und variiert. Aber natürlich wird dann auch noch Abwechslung mit reinkommen. Dass das Ganze nicht dauernd der Fall ist, dass ich so sage, ja, einen Tag mache ich Craft-Projekt, den anderen Tag mache ich dann, also den einen Tag mache ich Craft-Projekt, den anderen Tag mache ich dann wieder auf der Witherkrieger-Insel, den Namen, den ich für uns natürlich auch ausgesucht habe, die Witherkrieger-Insel. Dave findet es tatsächlich auch gut, wo wir uns natürlich auch noch tendenziell anpassen werden, mit einer Festung, die wir natürlich dafür auch bauen wollen. Das Projekt haben wir auch schon geplant, dass wir das noch machen wollen. Und ja, so geht's halt gerade weiter. Wir schreiten voran. Es gibt auf jeden Fall viel zu tun. Wir haben viele Projekte am Start, was ich sehr gut finde. Und das macht gerade das hier aus, weil das ist dann sehr unterhaltsam. Und gleichermaßen haben wir dann halt ordentlich auch was zu tun. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. So. Ja, jetzt haben wir schon wieder ein Stack Holz. Das ist ganz gut. Ja, viele würden so zu mir sagen, ja, Polaris, du wirst ja sehr viel Zeit sparen, wenn du eben die ganz normalen Tools benutzen würdest. Tendenziell, ja, ich würde mir sehr viel Zeit damit sparen, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt auch so, ja, so entspannt bauen kann ich und ich möchte jetzt nicht unbedingt gleich mit den Villagern loslegen, weil ich eigentlich jetzt das Bauprojekt ja schon angefangen habe und da müsste ich immer wieder auch verschieben, hin und her schieben, dies, das. Und müsst erstmal die ganzen Villager wieder machen. Und Villager zu machen, ich weiß nicht, das muss ich euch auch mal noch in einer anderen Folge zeigen oder beziehungsweise für die Leute, die heute Abend am Start sind, im Livestream. Villager zu machen ist sowas von anstrengend, weil man nie weiß, was man bekommt. Und ich weiß, wovon ich rede, weil das war so in Dings gewesen, bei uns auf der Witherkrieger-Insel. Da habe ich wirklich gestern zum Beispiel für Glück 3 habe ich so lange gebraucht, bis der Villager mir das endlich mal gegeben hat. Und das noch für einen sehr unfairen Preis, aber da bin ich auch tendenziell eigentlich mehr. Also bin ich tendenziell eher dran schuld, weil ich einen miesen Fehler begangen habe, den ich so nicht hätte machen sollen. Aber ja,
muss ich halt jetzt damit leben. Mehr kann ich natürlich auch nicht machen. Ja. Also ihr seht, es ist momentan sehr viel los. Ich habe auch dann wieder andere Games am Start. Falls ich dann mal zwischendurch vielleicht mal eine Pause von Minecraft möchte, da bietet sich natürlich auch, wie schon gesagt, Genshin oder Apex sehr gut dazu an. Das Ganze werde ich natürlich jetzt auch das Update nachher durchlaufen lassen. Einfach weil ich da Bock drauf habe, das auch mal wieder zu spielen und da einfach mal wieder durchzugrinden. Man kennt's. Und ja, dann passt es an der Stelle auch. Ja gut. Den Turm habt ihr ja jetzt auch gesehen, das passt also tendenziell auch. Ja. Da würde ich sagen, baue ich das hier gerade ab. Noch, dann pflanzen wir gerade wieder neun. Dann würde ich sagen, verräume ich das Zeug jetzt noch kurz und dann würde ich auch mich gleich wieder hier hinstellen. Und dann das Video auch an der Stelle beenden. Ist ja, denke ich, mal lang genug. Ja. So. Nur damit ihr auch ein bisschen einen Überblick habt, wie voll das ganze Inventar ist. Also wie voll die Kisten schon sind. Wir haben fast eine ganze Reihe, also 9 Slots. Fast voll mit Holz, das ist gut. Hier fehlt natürlich tendenziell noch was, da muss ich mehr Birken noch anbauen. Das sollte ich vielleicht mal machen. Dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder, wenn ich das Video beende, glaube ich. So, na gut, Leute, dann würde ich das Video aber auch an der Stelle beenden. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute, würde ich ebenso freuen. Und gerne einen Kommentar da lassen, wie ihr wisst. Lest mir Kommentar mal gerne durch. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns heute Abend im Livestream. Da werde ich natürlich mit Dave drüber quatschen. Seid auf jeden Fall dabei. Wir werden heute so, denke ich mal, tendenziell zwischen 21 oder 22 Uhr live gehen. Seid auf jeden Fall dabei. Wird, denke ich, sehr, sehr nice. Hab ich Bock drauf. Haut rein. Und bis zum nächsten Video, Leute. Bye.